Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich stelle euch heute eine Holzcase für etwa 12 Euro vor, was wirklich sehr günstig ist für eine Case, die aus echtem Holz besteht. Und diese Case besteht halt aus zwei Teilen. Ich habe hier das Modell, welche auf der Rückseite diese Streifen hat, hat mir persönlich am besten gefallen. Und wie das Ganze funktioniert, dass sie aus echtem Holz ist, nämlich dass eine Case zum Zusammenstecken, keine Snap-on-Case oder so, da diese Case auch sehr fest ist und hier diesen überstehenden Rand hat, kann man das iPhone rein theoretisch da gar nicht reinsnappen, wenn es zusammen ist. Im Inneren haben wir so eine kleine Stoffschicht, die das iPhone schützt. Ich hoffe mal, das kann man jetzt sehen. Hier diese kleine Stoffschicht schützt das iPhone, wenn es da drin ist. Weil wird es nur auf dem Holz liegen, wäre es ja sehr empfindlich. Und da könnte das iPhone mal schnell Kratzer bekommen, aber so ist es sehr sicher. Im Inneren von der Case gibt es fast keine Kanten oder so, wo das iPhone Kratzer bekommen kann. Also da müsst ihr euch hier wirklich keine Sorgen um euer iPhone machen. Das ist da wirklich gut drinne geschützt. Ja, ich packe das ganze iPhone da einfach mal rein. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir können entweder zuerst die Oberseite oder zuerst die Unterseite. Ich mache meistens immer zuerst die Unterseite. Dann hält es, finde ich persönlich, ein wenig besser. Die reinschieben und dann einfach noch die Oberseite reinschieben und das hinten zusammendrücken. So. Und jetzt ist das iPhone eigentlich auch schon richtig in der Case drinne. Das ist jetzt sehr fest zusammen. Es geht, wenn man doller dran zieht, geht es so auseinander, aber da muss man wirklich doller ziehen, damit es ganz abgeht. Und ich bin eben schon aus Versehen ans Stativ gestoßen, weil man so doll ziehen musste. Mir ist aufgefallen, wenn man hier das iPhone auflädt und dann das Ladekabel abzieht und zu doll am iPhone zieht, ist es mir manchmal passiert, dass es auch so auseinandergegangen ist. Aber das drückt man einfach wieder zusammen. Da gibt es keine Probleme. Hier vorne haben wir so eine Art Lay-on-the-Table-Design, was das iPhone auch schützt, wenn man so auf den Display liegt, weil dann liegt es auf der Case. Das Ganze sieht sehr cool aus dem Holz, das Lay-on-the-Table-Design. Auf der Rückseite haben wir halt diese zwei Streifen hier und jede Case sieht anders aus, da sie aus echtem Holz besteht und dann immer ein anderes Muster halt hat. Und ich möchte jetzt mal kurz die Anschlüsse mit euch durchgehen. Da haben wir einmal den Lightning-Anschluss an der Unterseite. Der ist sehr gut ausgeschnitten. Wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, ob da wirklich noch das Lightning-Kabel reinpasst, aber da gibt es keine Probleme. Hier den Kopfhöreranschluss, kann man auch die meisten Kopfhörer ohne Probleme anschließen. Tut mir leid, wenn es da drin jetzt ein wenig dunkel ist. Aber die Löcher sind auch ein wenig tiefer. Das Mikrofon und hier nochmal den Lautsprecher, wirklich perfekt ausgeschnitten. Gibt es zum Beispiel keine Probleme beim Telefonieren oder Musik hören. Hier die Lauter- und Leiser-Taste und den Mute-Switch sind auch sehr schön ausgeschnitten. Was ich nochmal zeigen möchte, was mir sehr gut gefällt. Das geht dann auch immer so ein wenig runter, damit man das leichter bedienen kann. Also hier auf der Rückseite ist es dann ein wenig tiefer. Dieses macht die Bedienung um einiges leichter und macht wirklich fast gar keine Probleme. Außer der Mute-Switch ist ja bei vielen iPhone 5 Cases so, dass der dann ein wenig schwieriger zu bedienen geht. Aber wie gesagt, das ist bei vielen Cases so fürs iPhone 5. Die Aussparung hier zum Power-Knopf und zu der Kamera gefallen mir sehr gut. Einmal, weil die Kamera nicht einfach so in einer Form ausgeschnitten ist, sondern hier wird die Aussparung etwas kleiner und hier dann etwas größer. Das sieht sehr cool aus. Hier oben ist es sehr dünn, das Holz, aber natürlich immer noch sehr stabil. Hier ist es ein wenig tiefer, genauso wie hier, also auf der Rückseite, damit man das leichter bedienen kann. Wenn ich jetzt hier mein iPhone habe und so anmache, funktioniert das sehr gut. Also es ist sehr angenehm hier zu drücken, weil man den Finger da ablegen kann. Und das sieht auch so, finde ich, sehr cool aus hier mit dieser Aussparung, wie das hier so zusammenpasst. Das war's jetzt eigentlich auch schon mit den ganzen Anschlüssen. Ich wollte nochmal was zu der Case sagen. Ich hatte sie jetzt mehrere Tage im Gebrauch und ich muss sagen, das ist bisher eine der wenigen Cases, die wirklich im Alltag Spaß machen zu benutzen, weil das iPhone wirklich noch sehr gut in der Hand liegt. Es ist angenehm in der Hand zu haben, weil sich das Holz wirklich gut anfühlt. Und wenn man das in der Hand hat, hat man wirklich auch was Wertiges in der Hand. Manche Cases ist dann so, man denkt dann, dass man eher was Minderwertiges in der Hand hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die ganze Cases von Bidgee Gadgets. Da gibt es viele sehr günstige Cases mit kostenlosem Versand. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.